Willkommen zur Bürgerportal-Sprechstunde. Wir nehmen uns etwas Zeit, um etwas tiefer ins Gespräch zu kommen, bestimmte Themen zu besprechen. Mein Gast heute ist Annina Frangenberg. Wir sprechen über die Europawahl und über die FDP, weil Frau Frangenberg für die Liberalen antritt zur Wahl zum Europaparlament in etwa 3 Wochen. Frau Frangenberg, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Wie geht's Ihnen heute? Es geht mir gut. Und Ihnen? Danke auch. Aber sind Sie schon tief drin im Wahlkampf oder wie sieht so Ihr Alltag heutzutage aus zwischen Politik und Wahlkampf, zwischen Privatleben, Beruf? Ja, ist ein Balanceakt im Moment. Es lief langsam bei mir an mit dem Wahlkampf. Ich hatte vereinzelt Podiumsdiskussionen. Heute komme ich gerade von der letzten Podiumsdiskussion, heute Morgen in der Schule. Und was ich drumherum jonglieren muss aktuell, ist meine Promotion in alter Geschichte. Das tritt im Moment so ein bisschen in den Hintergrund an manchen Stellen, aber ich versuche da immer so den Ausgleich zu schaffen, dass ich überall und allem gerecht werden kann. Das ist so mein. Das heißt, Sie haben sich jetzt keine Auszeit genommen bis zum 26. Mai, sondern das. Nein. Sie sind Teilzeitpolitikerin. Ich bin Teilzeitpolitikerin, Teilzeitpromovendin. Und das heißt aber nicht, dass ich es nur mit halbem Herzen mache, sondern ich mache jedes Projekt, was ich angehe, mit vollem Herzen und mit meinem ganzen Elan und versuche mich auf das zu fokussieren, was ich dann gerade tue und wofür ich gerade zeige. Bevor wir jetzt schon so allzu tief in die Themen einsteigen, vielleicht stellen Sie sich noch mal ganz kurz vor. Wer sind Sie eigentlich? Was machen Sie? Sie haben gerade schon so ein bisschen was angedeutet, dass wir Sie etwas näher kennenlernen. Gerne. Also mein Name ist Annina Frangenberg. Ich bin gerade 29 Jahre alt geworden. Ich promoviere zurzeit an der Universität zu Köln in alter Geschichte. Also es geht grob um das politische Auftreten in der Römischen Republik und der frühen Kaiserzeit. Das schaue ich mir an. Da gibt es eine römische Tugend, die Gravitas, ist stark daran gebunden, wie sich Menschen präsentiert haben. Da es ums alte Rom geht, geht es dann vornehmlich um Männer der politischen Klasse, die sich politisch betätigen konnten. Wie haben die sich gehalten? Wie haben die sich bewegt? Und ja, was war so konform, was war regelkonform und was sind Regelverstöße? Darum dreht sich mein Promotionsprojekt. Erkennen Sie da was wieder in der aktuellen politischen Bühne und auf den politischen Bühnen? Ja, also wie Paul Watzlawick so schön sagt, der Körper spricht immer, auch wenn wir schweigen. Das erkennt man ja heute, also es ist gerade ja heute aktueller denn je, dieses Thema politisches Auftreten, Veränderung von Diskursen, Veränderung von Formaten, in denen und auch Tonarten, in denen diskutiert wird miteinander und in denen man miteinander spricht. Das erkenne ich heute durchaus wieder. Okay, bevor wir dann noch weitermachen, Sie promovieren in alter Geschichte. Was ist Ihr Berufsziel? Was sind Sie von Beruf oder wie würden Sie sich selbst vorstellen? Ja, ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe Deutsch, Geschichte und Bildungswissenschaften auf Lehramt, Gymnasium, Gesamtschulen studiert und das auch abgeschlossen und parallel dazu eben einen Master in alter Geschichte, Papyrologie, Epigraphik und Numismatik angefangen, der dann zu meiner Promotion geführt hat. Deswegen, also ich würde mich dann als Lehrerin doch tatsächlich erstmal beschreiben, weil das ist eben der Beruf, in dem ich ausgebildet bin per Studium. Und dann arbeite ich zurzeit als wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität zu Köln und auch als Lehrbeauftragte habe ich dort gearbeitet. Und ja, mein Berufsziel später ist es dann, in der Wissenschaft zu bleiben, vielleicht besonders in der Lehrerbildung. Ja. Zukünftige Lehrer auszubilden und auch zu sensibilisieren für Themen der alten Geschichte, die ja öfter mal aus den Lehrplänen rausrutschen. Alte Geschichte, aktuelle Politik. Wie sind Sie ganz persönlich jetzt in die Politik hineingekommen? Sie sind in der FDP ja noch nicht so lange, aber der Weg zu einer Parteimitgliedschaft, zu einer Kandidatur ist ja wahrscheinlich ein etwas längerer. Was ist Ihr persönlicher Weg hin zum aktiven politischen Engagement gewesen? Ja, mein persönlicher Weg hin zum aktiven politischen Engagement, es hat so im November der US-Wahlen begonnen, damals, als Hillary Clinton gegen Donald Trump unterlegen ist. Da habe ich dann gedacht, okay, jetzt also langsam Brexit, Trump, langsam können wir uns den Luxus nicht mehr leisten. Also ich war immer politisch interessiert, habe immer die Nachrichten verfolgt, Zeitungen gelesen, selbstverständlich. Hatte ich mich interessiert, aber irgendwann dachte ich, okay, jetzt ist der Punkt, wo ich nicht mehr nur zuschauen kann. Ich kann nicht nur Zaungast sein, sondern ich möchte aktiv mitmachen und mitgestalten. Ja. Und dann habe ich mir so die Parteienlandschaft angeguckt. Wo ich gut hinpasse, was für mich
gut funktionieren kann, wo ich auch mit voller Überzeugung hinterstehe. Und da bin ich dann bei der FDP gelandet. Mhm. Den Ausschlag haben dann die Landtagswahlen 2017 dann letztendlich gegeben. Also ich bin zu mehreren Veranstaltungen hin. Und den Ausschlag hat dann vor allem die Bildungspolitik im Wahlprogramm der FDP in Nordrhein-Westfalen gegeben. Und was ich vielleicht dazu sagen muss, ich leite hier in Bergisch Gladbach ein Inklusionstheater. Mhm. Und für mich war eben der Erhalt von Förderschulen in Nordrhein-Westfalen ein ganz wichtiger Punkt, der dann ja auch umgesetzt wurde von der Landesregierung, der neuen. Und so bin ich zur FDP gekommen, bin dann einfach mal eingetreten. Und ja, in der FDP kann man recht schnell mitmachen, wurde dann gleich zum Neumitgliedertreffen eingeladen. Und von da an hat sich dann alles andere weiterentwickelt. Ich wurde dann stellvertretende Kreisvorsitzende der Julis nach gut einem Jahr Engagement und auch der Überlegung, eben unsere Julis hier im Kreis wieder zu beleben. Ja, und dann wurde ich eben... Und dann gleich der Schritt, eben halt der große Schritt auf die europäische Ebene, in die Kandidatur für das Europaparlament. Sie haben gerade gesagt, also bei der FDP wird man mit offenen Armen aufgenommen, man kann schnell was machen oder vielleicht auch schnell was werden. Ist das nicht denn schon ein sehr, sehr großer Sprung, also aus der Distanz, aus der Beobachtung heraus in die Partei hinein und dann gleich eben in die Kandidatur für ein herausgehobenes Amt? Wäre es vielleicht nicht auch normaler zumindest, erstmal im Stadtrat, in einer normalen Partei anzufangen? Sehen Sie da Vor- und Nachteile? Ich habe da mehr Vorteile gesehen, weil es für mich, also ich bin so ein Mensch, ich gehe gerne total positiv und optimistisch an alles ran und nehme auch gerne mal größere Herausforderungen an. Und da fand ich das, als ich da gefragt wurde, ob ich da überhaupt Interesse dran hätte. Es ist ja nicht so, dass man gezwungen wird, irgendwas zu machen, wofür man sich nicht bereit fühlt. Und dann habe ich ein bisschen überlegt und dann war ich eigentlich ganz begeistert von der Herausforderung und auch tatsächlich, also die Europawahl jetzt gerade, diese Europawahl, also 2014, wenn wir uns die Zahlen angucken, wie viele Menschen da in Deutschland sich an der Europawahl beteiligt haben, das ist schon recht niedrige Wahlbeteiligung, das waren nicht mal 50%. Europaweit haben sich, glaube ich, knapp 44% daran beteiligt. Und noch schlimmer ist dann, wenn man sich die Altersgruppe 18 bis 35 Jahre 2014 anguckt, das waren keine 40%, die sich da in dieser Altersgruppe an den Europawahlen überhaupt beteiligt haben. Ja. Und das ist aktuell einfach ein Umstand, den wir uns nicht leisten können. Und da habe ich als Mensch dieser Altersgruppe auch klar gesagt, nein, also da möchte ich jetzt klar mitgestalten, da möchte ich auftreten, auch als Botschafterin junger Menschen, sie für Politik zu begeistern und sie auch dafür zu begeistern und zu motivieren, zur Wahl zu gehen, über Europa zu sprechen, über Europa nachzudenken. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass sich das, Sie haben gerade gesagt, 2014 die Wahlbeteiligungszahlen, dass sich das jetzt 2019 geändert hat, dass die Stimmung eine andere ist? Also gerade wenn man jetzt mit auf die jüngeren Wähler, auf die jungen oder Erstwähler schaut? Das hoffe ich sehr. Also zumindest habe ich im Moment die Erfahrung gemacht, dass wenn ich in die Schulen gehe, das ist primär das, wo ich angefragt werde in Schulen, dass wenn ich dort bin, dass dann tatsächlich die jungen Menschen unglaublich interessiert sind, auch ganz konkret Bescheid wissen, viel nachfragen. Ich dachte immer, vielleicht ist es auch ein Kommunikationsproblem, dass Prozesse in der Europäischen Union sehr intransparent kommuniziert werden, dass viele junge Menschen gar nicht wissen, was macht die EU eigentlich konkret für mich. Und die Erfahrung habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Also die jungen Leute gerade wissen sehr gut darüber Bescheid und haben auch den Drang mitzugestalten und möchten gehört werden. Das sehen wir auch gerade an den Demonstrationen zum Klimaschutz und die Uploadfilter. Da haben wir das ja gesehen, dass gerade junge Menschen sich da besonders auf die Straße begeben und mitmischen möchten. Sehr punktuell. Sie haben gerade so diese zwei Themen genannt, die ja gerade sehr, sehr heiß diskutiert werden. Aber das ist so ein bisschen das Gefühl aus dem persönlichen Interesse für zum Beispiel, was ist eigentlich ein Uploadfilter und was passiert da? Kann daraus so ein breiteres Interesse, Engagement und eben dann auch eine tatsächliche Bereitschaft und auch eine Aktion zur Wahl kommen? Haben Sie da ein Gefühl dafür? Also heute Morgen war tatsächlich das große Thema auch Uploadfilter. Und es ist tatsächlich so, dass viele der jungen Menschen, die bewegen sich auf YouTube, die bewegen sich auf all diesen Plattformen, wo dieses Thema besonders relevant ist. Und die sagen, wenn sie Inhalte hochladen, wenn sie YouTuber sind, wenn sie Inhalte hochladen, das ist alles, das sind Einschnitte, die sie konkret dann persönlich spüren. Ja. Und diese jungen Menschen, die sind da sehr, sehr interessiert und die wissen da auch ganz ordentlich Bescheid.
Und ich glaube, dass daraus tatsächlich dann aus dieser persönlichen Betroffenheit doch stärkere Motivation entsteht, sich über dieses Thema mit dem Thema Politik auseinanderzusetzen und dort dann vielleicht auch weiter anzusetzen. Wie kommen Sie dann bei den Jugendlichen als Vertreterin der Liberalen an, also der FDP, die ja erstmal als eine Partei gilt, die nicht unbedingt Jugendthemen macht, die jetzt gerade nicht grünen Themen macht, bei den Upload-Filtern, beim Urheberrecht? Glaube ich, ist relativ einfach, die Position der FDP zu vertreten und zu argumentieren. Aber insgesamt, wie kommen Sie als FDP-Vertreterin an oder werden Sie überhaupt als FDP-Vertreterin wahrgenommen oder sehen die Leute, auch gerade die Jugendlichen, die Schüler, erstmal, da ist jemand, der uns vom Alter her sehr, sehr viel näher steht? Also das mit dem Alter spielt natürlich sicher eine Rolle, dass ich den Schülern vom Alter her noch einigermaßen nah bin. Aber ich werde doch als FDP-Vertreterin wahrgenommen und auch ernst genommen. Und die jungen Menschen sind teilweise auch manchmal dann überrascht, wenn sie mit mir diskutieren und hören, die FDP interessiert sich ja doch für Klimaschutz und Klimawandel. Und wir haben da ganz konkrete, vernünftige Vorschläge. Und da kommen dann auch Nachfragen der Jugendlichen, die dann auch tatsächlich sagen, ja, das ist ja ganz vernünftig, was ihr da macht. Das müsste viel deutlicher so kommuniziert werden auch. Und gerade in puncto Bildung, glaube ich, also wenn Jugendliche, oft ist auch immer Thema, was tut die Politik für uns, was tut die Politik für unsere Bildung. Ich glaube, da haben wir als FDP in unserem Wahlprogramm beispielsweise zum Thema Jugendarbeitslosigkeit oder Bildungsfreizügigkeit, da können wir später nochmal. Ja. Ich glaube, da haben wir einige gute Ansätze für junge Menschen, wo sie Europa, also jetzt speziell auf Europa bezogen, erleben können und erfahren können und sehen können, wieso Europa tatsächlich ihre Zukunft ist. Ja. Wie gesagt, Uploadfilter, Urheberrecht, ich glaube, da sind wir eben halt relativ nah beieinander. Bei den Grünen oder beziehungsweise bei den grünen Themen, Klima, Umweltschutz, habe ich so das Gefühl, dass sich die FDP und auch gerade der Parteivorsitzende Christian Lindner ja im Moment eher etwas anders positioniert und sagt, wir nehmen eigentlich mal die Gegenposition ein, von mir aus die der ökonomischen Vernunft, wie auch immer, und gehen auch durchaus in einen Streit ein mit den Leuten, die, also auch gerade mit eben halt den Schülern, die für Fridays for Future stehen, und gehen eine Konfrontation ein. Sie sagen also, Sie haben auch gute Argumente für den Klimaschutz. Wie passt das zusammen? Also ich habe mitgenommen aus der Debatten, die jetzt hier Christian Lindner geführt hat, auch direkt mit Jugendlichen, dass er doch relativ stark kritisiert und sagt, also ihr greift in die Freiheitsrechte ein mit euren Forderungen, ihr seid hypermoralisch. Das muss man eigentlich alles ganz anders angehen. Wie läuft das in so einer Diskussion? Für was für Klimaschutzziele und Politik stehen Sie dann? Also die Schüler wollen in erster Linie, es geht ja darum, dass die jungen Menschen gehört werden möchten. Und deshalb gehen die jungen Menschen auf die Straße. Und ich persönlich finde, dass man diesen jungen Menschen auch zuhören muss und sich konkret damit auseinandersetzen möchte. Mhm. Was möchten die jungen Menschen? Und es geht jetzt, also die jungen Menschen haben recht, es geht um Klimawandel. Und das ist jetzt ein aktuelles Thema. Und die Zeit, das für 10 Jahre auf die lange Bank zu schieben, die haben wir einfach tatsächlich nicht mehr. Und dann erläutere ich den Jugendlichen gerne, was eben in unserem, jetzt zur Europawahl, was in unserem Programm, was wir für Lösungsansätze vorschlagen. Und da kommt dann auch wieder natürlich so ein bisschen diese Vernunft natürlich mit ins Spiel. Die Sachen, die wir natürlich umsetzen wollen, die müssen realistisch sein und die müssen praktikabel sein, besonders für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das heißt, in der Automobilindustrie, beim Kohleausstieg, da muss natürlich auch immer dann beachtet werden, dass dadurch Arbeitsplätze wegfallen und an anderer Stelle natürlich auch neue geschaffen werden durch den Klimawandel. Da müssen wir aber trotzdem, also ich finde immer, ich bin so ein großer Freund davon, das dann auch transparent zu kommunizieren, was ist gerade möglich, was sind unsere Ansätze, beispielsweise Investitionen in Forschung, dass wir auf klimaneutralere Energien umsteigen können in näherer Zukunft und dass wir den Kohleausstieg vernünftig bewerkstelligen können. Das sind alles solche Punkte, die ich dann gerne kommuniziere und da kommt auch oft dieses... Die aber eher langfristig angelegt richtig, sind. Das ist eher ja, langfristig angelegt. Kohleausstieg ist ja nun nichts, was jemand innerhalb der nächsten 5 oder 10 Jahre, sondern richtig, innerhalb der nächsten 30 Jahre. Das sind langfristig angelegte Ziele. Ja. Trotzdem bin ich dann eher der Freund, der sagt, realistisch, transparent kommunizieren, was ist möglich, was können wir machen, aber auch also dieses Problem, das ist ein ernstes Problem und das müssen wir gemeinsam angehen. Und das ist kein Problem, ein nationales Problem, das ist ein globales Problem. Das müssen wir auf europäischer Ebene erstmal lösen, mit einer europäischen Klimapolitik aus einem Guss. Denn was hilft es uns, wenn wir hier in Deutschland die frei gewordenen Emissionsrechte, beispielsweise in der Kohle,
wenn wir die an anderen europäischen Stellen dann wieder, wenn die frei werden, in den Markt gehen und an anderer Stelle in die Luft gepustet werden können. Damit ist keinem geholfen. Wenn tatsächlich eingespart werden soll, dann müssen diese Rechte, diese Emissionsrechte... Ja. Aber das ist genau ja der Punkt, glaube ich, oder würde ich jetzt so empfinden, wenn ich mal zurückdenke an meine Zeit als Jugendlicher. Das sind so Vernunftsargumente auf einer höheren Ebene, Emissionsrechte, Emissionsrechtehandel und so weiter und so fort. Was die Jugendlichen ja auch sehr stark umtreibt, ist, was kann ich selbst jetzt direkt tun? Wo kann ich jetzt was machen? Wie stelle ich mich um? Wie kann ich eben halt meine Mitmenschen, Mitbürger davon überzeugen, sich anders zu verhalten? Also sehr stark auf Anreize, auf Incentives zu setzen. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, als ob da eben diese Konfrontation zwischen den liberalen FDP-Werten ist, die sagen, wir wollen eben nicht regulieren, nicht verbieten, nicht besteuern, sondern auf technologische, auf langfristige Lösungen setzen. Kann die FDP, können die Liberalen den Jugendlichen da etwas anbieten, wenn es darum geht? Also was machen wir, wie verändern wir eigentlich uns? Wie sorgen wir dafür, dass sich unsere Mitmenschen verändern und dieses Thema Klimaschutz auch jetzt tatsächlich selbst direkt angehen? Also ich glaube, da tatsächlich durch positives Vorleben selbst, also ich werde in Diskussionen gerne mit Schülern dann auch immer gefragt, was ich persönlich für den Klimaschutz tue. Und das sind Fragen, die beantworte ich dann auch sehr gerne. Ja. Denn es ist einfach, also die Schüler haben das Recht, das zu fragen und das finde ich auch wichtig. Ja. Und das werde dann nicht nur ich gefragt, das werden dann auch Politiker aller Richtungen gefragt. Und deswegen, also das, ich glaube, so gerade darüber sprechen, kommunizieren, also man müsste viel mehr Bürgerdialog auch mit den Schülerinnen und Schülern Ein schönes Stichwort, das werden wir am 14. Mai tatsächlich machen mit dem Bürgerportal, da werde ich später nochmal kurz drauf eingehen, einen kleinen Werbeblock. Aber die Frage ist natürlich interessant, was machen Sie denn tatsächlich persönlich, um etwas für den Schutz des Klimas zu tun? Haben Sie sich in den letzten paar Jahren umgestellt oder sind Sie schon immer vegan? Also ich versuche tatsächlich so bewusst wie möglich zu essen. Ich bin sowieso kein großer Fleischesser und ich versuche tatsächlich auch vegane Tage einzulegen, wo es geht. Was ich persönlich tue natürlich, also was am einfachsten erstmal zu vermeiden ist, ist tatsächlich Plastik. Ja. Also Plastik ist ein Riesenproblem, also wenn wir uns unsere Ozeane angucken, das sind furchtbare Bilder. Und also da kann man sich tatsächlich, finde ich persönlich jetzt am ehesten gut einschränken, indem man beispielsweise beim Obst- und Gemüsekauf darauf verzichtet, den verpackten Salat zu kaufen oder den schon vorgeschnittenen Salat zu kaufen. Dann natürlich Obst- und Gemüsenetze sind jetzt in den Supermärkten ganz groß im Kommen, liegen auch bei mir zu Hause. Also Plastikmüll versuche ich da zu vermeiden, wo es geht. Bewusste Ernährung, alles was kurz ist, alles was man draußen erledigen kann, zu Fuß, per Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das versucht man dann auch zurückzulegen, da wo es geht. Aber ich sage natürlich auch, also da bin ich dann auch so ehrlich, dass ich auch den Schülern sage, ich fahre auch gerne mal mit meinem PKW und das genieße ich auch. Aber beim Kauf habe ich selbstverständlich auch darauf geachtet, was ist das für ein Wagen, wie viel stößt er aus? Ja. Und ich war im Kleinwagen. Ja. Gut, das ist der Punkt, wo immer jeder Einzelne für sich überlegt. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was so in der letzten Zeit sehr, sehr stark zugenommen hat, was man sich an sich selber beurteilt. Aber dann ist natürlich der nächste Schritt zu fragen, warum machen denn eigentlich die anderen das nicht? Warum, wenn ich jetzt auch mal auf die Straße gucke, warum sind denn eben halt immer noch die Hälfte oder zwei Drittel der Autos deutlich überdimensioniert und stehen im Stau herum und stoßen Stickoxid und ich weiß nicht was aus? Wie schaffen wir es, dass eben halt mehr Menschen umweltbewusst leben? Und dann kommen wir, glaube ich, zu diesem Konflikt. Geht das alleine durch Vernunft, durch Appelle? Oder muss man nicht doch Anreize setzen, verbieten, eingreifen? Plastikmüll, das Verbot der Strohhalme durch die EU, das ist ja nun gerade mein europäisches Thema gewesen. Finden Sie das gut? Oder ist das ein Eingriff in die Freiheit, meinen Cocktail mit einem Strohhalm oder drei Strohhalmen zu trinken? Also theoretisch ist es ein Eingriff in die Freiheit. Nun bin ich persönlich kein großer Plastikfreund und habe persönlich diesen Vorstoß doch sehr begrüßt. Ja. Das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Aber Sie haben es schon gesagt, Anreize müssen nicht gleich Verbote sein. Und ich glaube, dass wir eher Anreize schaffen sollten als über Verbote, beispielsweise über das Verbot der Dieselfahrzeuge, was erreichen können oder Tempolimits. Also man muss sich das ja mal anschauen, wenn Diesel nicht mehr in die Innenstadt fahren dürfen. Teilweise sind die Umleitungen dann verstopfter, man steht dort mehr im Stau und es wird viel mehr ausgestoßen, als wenn man einfach die normale Strecke hätte fahren können. Es sei denn, die Dieselautos oder gerade die Diesellieferwagen sind durch
Scooter oder was auch immer irgendwann mal ersetzt. Ein anderer Weg ist natürlich eben halt zwischen Verbot und Anreizen ist natürlich eben ein Marktmechanismus, sprich Verteuerung, sprich Steuern. CO2-Steuern ist ja auch so eine große Forderung der Fridays for Future. Bewegung, was die FDP aber, wenn ich das richtig verstehe, klar ablehnt. Eine Verteuerung von Autofahren, vielleicht auch eine Verteuerung von Flugreisen, also alles, was besonders klimabelastend ist. Richtig, das lehnen wir ab. Stattdessen sind wir tatsächlich für einen Ansatz, der Anreize auch in der Wirtschaft schafft, klimaneutraler zu produzieren, dass es für die Unternehmen tatsächlich wirtschaftlich vorteilhafter wird, klimaneutral zu produzieren und man dort die Anreize schafft, weil dort kann sehr schnell sehr viel auch eingespart werden, wenn man die richtigen Anreize setzt und beispielsweise ein Unternehmen, das seine Klimaziele erreicht und dadurch Vergünstigungen erhält, davon ist dann längerfristig mehr zu erwarten als von Überverbote. Ja. Wenn wir jetzt noch mal kurz bei Ihnen, wenn Sie noch mal die Rolle wechseln und dann mal überlegen, Sie sind nicht Politikerin, sondern Sie sind Lehrerin. Wie stehen Sie denn eigentlich zu dem Schulschwänzen am Freitag? Wie würden Sie eben halt jetzt in einer Klasse, die darüber diskutieren möchte oder eben auch Sie vielleicht fragt, wie würden Sie da jetzt als Lehrer sich positionieren? Als Lehrer ist es ja ganz einfach. Als Lehrer habe ich den Bildungsauftrag und da ist Schulschwänzen, also da muss ich es dann Schulschwänzen nennen. Das ist dann das klare No-Go. Ich habe diesen Bildungsauftrag und meine Schülerinnen und Schüler sollen in meiner Klasse dann auch sitzen und am Unterricht teilnehmen, auch am Freitag. Was man aber dann als Lehrer machen kann, sind verschiedene über Projektarbeiten, AGs anbieten. Als Lehrerin habe ich dann die Möglichkeit und dann kann man da nochmal über nachhaltiges Leben sprechen. Wird das in den Schulen genug gemacht? Haben Sie dann Einblick, haben Sie dann Eindruck? Dazu bin ich aktuell zu lange aus dem Schuldienst raus. Ja, weil das ist ja auch so ein Eindruck, den ich zumindest habe. Also man hat eine Konfrontation, dass die Jugendlichen sagen, also wir schwänzen und demonstrieren, weil es das ja auch ein Mittel ist, um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir könnten natürlich auch am Samstagnachmittag demonstrieren, aber dann wird uns kein Mensch wahrnehmen. Und umgekehrt eben halt, dass die Schulen zum Teil auch relativ hilflos damit umgehen, wobei sie es ja eben, so wie Sie gerade gesagt haben, aktiv aufnehmen können. Das ist ja ein Thema, was man in den verschiedensten Fächern, sei es nur Naturwissenschaften, sei es politische Fächer, ja aufgreifen könnte. Kommt denn das, solche Sachen bei diesen Schülerdiskussionen, kommt sowas hoch oder kommt sowas als Vorschlag oder ist das eigentlich eher so ein Randaspekt? Das kommt nicht als, also das kommt als Vorschlag tatsächlich nicht. Ja. Allerdings versuche ich und auch andere Politiker, wir versuchen das schon als Projekttage eben anzubieten, diese Möglichkeit, dass Schüler die auch nutzen, das kann man in den Schulen in Form von Projekttagen, es gibt ja immer wieder Projekttage, Projektwochen in Schulen, da kann man das tatsächlich gezielt umsetzen. Ja. Wären Sie als Schülerin freitags zur Schule gegangen, wenn nebenan die große Demo läuft, oder wären Sie eher zur Demo gegangen? Ich wäre zur Schule gegangen. Aus Pflichtbewusstsein? Ich bin gern zur Schule gegangen, das sage ich ganz ehrlich. Und auch, weil ich persönlich einfach glaube, dass ich dann also alles, was ich verpasse, muss ich nachholen. Das sowieso. Mhm. Und dann muss ich sagen, dass ich glaube, dass ich in der Schule das Rüstzeug bekommen habe, auch an den Freitagen, für das, wo ich heute bin. Mhm. Und ich denke mal. Was würden Sie Schülern oder jungen Menschen, Jugendlichen empfehlen, die sagen, ich will eben halt über diese Streiks oder was auch immer hinaus, ich will mich tatsächlich auch politisch engagieren, ich will was bewegen, will was machen, wie Sie ja vorhin auch aus Ihrer eigenen Biografie erzählt haben. Ist dann tatsächlich der Eintritt in eine Partei der Weg, den Sie empfehlen würden, oder ist das, oder sehen Sie auch andere Möglichkeiten, andere Wege, die genutzt werden und die genauso gut sind? Also der Eintritt in eine Partei, eine junge Partei, ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit. Darüber kann man sich ja dann auch beim Europatag hier in Bergisch Gladbach informieren, bei den jungen Parteien. Das ist natürlich eine super Möglichkeit, auch innerhalb einer Partei etwas verändern zu können und auch lernen zu können. Also deswegen werbe ich so für diesen Eintritt in junge Parteien oder einfach mal zum unverbindlichen Vorbeikommen, einfach mal schauen. Niemand wird ja gleich verpflichtet und in die Pflicht genommen, wenn er sich dann mal an den Tisch bei einem Treffen setzt und ist dann plötzlich Mitglied. Oder der Europakandidat oder Schatzmeister. Richtig, und das ist, da kann man auch mal ein paar Mal mehr unverbindlich einfach schnuppern oder einfach so mal überall vorbeischauen und bei den Treffen interessiert zuhören.
Man lernt aber tatsächlich eine ganze Menge über politische Prozesse und wie politischer Diskurs funktioniert, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und man lernt auch an seiner eigenen Frustrationstoleranz zu arbeiten, weil man merkt, manche Sachen, die einem unter den Nägeln brennen, die man sofort angehen will, dass es so einfach in der Realität dann doch nicht ist und dass ein Problem, was eigentlich so ganz einfach scheint, alle wollen den Klimaschutz, aber was tun wir konkret, dass es ganz komplexe Probleme sind, die sich da auftun und das lernt man über den Dialog. Also man nimmt da tatsächlich in den jungen Parteien persönlich für sich selbst und seine Zukunft eine Menge mit. Natürlich gibt es auch außerhalb der jungen Parteien, es gibt natürlich Organisationen, Non-Profit-Organisationen, wo man sich engagieren kann. Und wenn da einem nichts gefällt, dann kann man selber ja einen kleinen Verein gründen, was aufbauen. Klar. Die Themen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, also findet denn das auch in den lokalen Parteien vor Ort statt? Also man hat natürlich immer den Blick auf die großen Landesparteitage, Bundesparteitage, Wahlparteitage, da werden die großen Themen von den großen, in Anführungsstrichen, großen Politikern diskutiert. Passiert das in den Ortsvereinen an der Basis tatsächlich auch, die ja in der Regel relativ klein sind, nicht ganz so viele aktive Mitglieder haben? Wird dort stark inhaltlich gearbeitet? Tatsächlich, ja. Auch bei uns Jungen Liberalen. Also ich bin ja auch Mitglied der Jungen Liberalen und hier stellvertretende Kreisvorsitzende. Und wir machen einmal im Monat, also 4- bis 6-wöchiger Rhythmus, je nachdem, wie es die Zeit gerade zulässt, einen Juli-Treff, wozu wir alle Interessierten, auch Nicht-Juli-Mitglieder, herzlich einladen. Und dort sitzen wir dann gemeinsam zusammen, tauschen uns aus, tauschen uns über aktuelle politische Themen aus, diskutieren inhaltlich, überlegen, was ist möglich, was brennt uns unter den Nägeln, was wollen wir angehen. Und daraus ergibt sich dann auch mal die ein oder andere Projektidee, wo man dann gezielt ansetzen kann und weiterarbeiten kann. Also da arbeiten wir tatsächlich stark inhaltlich. Und bei den Liberalen jetzt, bei der großen FDP, sag ich mal, bei den jungen Liberalen gibt es ja auch das liberale Forum regelmäßig, wo zu einem konkreten Thema es einen Impuls gibt und dann diskutiert werden kann zu einem Thema. Und ich glaube, wir sind hier als FDP vor Ort, auch im Bergisch Gladbach und im Kreis, sehr aktiv, was Veranstaltungen angeht, wo man sich dann inhaltlich austauschen kann und auch mal die Gelegenheit hat, mit den großen Politikern aus Berlin sich auszutauschen. Ja. Und das findet ja auch tatsächlich statt, das offenbar ja zumindest bei den größeren Parteien, also auch bei den Grünen, bei der SPD, dass sie eben doch über relativ viele Neumitglieder berichten, von jüngeren Neumitgliedern, die sagen, also dieses miefige, piefige Image von Parteien, das hat so ein bisschen, ist es verschwunden. Jugendliche machen diesen Schritt und treten in Parteien tatsächlich ein. Beobachten Sie das auch oder ist es doch eher so eine Ablehnungstendenz, wenn Sie vorschlagen, da geht doch eine Partei das dann eher zurückschalten, naja, ich habe Besseres mit meiner Freizeit zu tun? Also die Reaktion glaube ich nicht. Also bei denen, die tatsächlich interessiert, tatsächlich engagiert sind und denen es unter den Nägeln brennt, was zu tun, ich glaube, dass das bei denen auch dass man da offene Türen einrennt und dass sie manchmal vielleicht, ich hätte als Jugendliche, muss ich ganz ehrlich sagen, auch diesen Anstoß gebraucht. Ja. Zu sagen, jetzt kommt, schaut einfach mal, weil es ist ja doch, man muss sich ja vorstellen, man ist als junger Mensch, man stellt sich vor, man kommt da in einen Raum und da sitzen lauter Menschen, die sich damit schon lange befasst haben und man selber kommt da als Jugendlicher rein und wird auch als Jugendlicher wahrgenommen und seine Meinung ist vielleicht weniger wert aufgrund des Alters und da bin ich klar als Botschafterin, vielleicht auch wegen meines Alters dann, dass ich sage, nee, so ist das nicht, ihr werdet da mit offenen Armen empfangen und ich habe persönlich die Erfahrung gemacht bei der FDP, dass jede Meinung gesagt werden kann, dass die Meinung was wert ist und dass man da auch, dass man auch einem zugehört wird. Ich glaube, das ist für Jugendliche ganz wichtig, dass sie auch das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wird und dass sie ernst genommen werden. Ja, klar. Kommen wir mal zurück zu den Themen, beziehungsweise einfach mal die Frage, was sind Ihre persönlichen Themen, die Sie, sei es nun jetzt im Wahlkampf, sei es vielleicht irgendwann mal im Europaparlament, in der Politik überhaupt, die Sie umtreiben? Was sind Ihre Herzensthemen? Herzensthema ist ganz klar ganz oben Bildung und Jugend. Ja. Und da habe ich eben schon einen Punkt angesprochen, eben die Bildungsfreizügigkeit, die wir jetzt in unserem Wahlprogramm haben. Echte Bildungsfreizügigkeit in Europa. Damit meinen wir eben, dass Bildungsabschlüsse europaweit anerkannt werden sollen. Das ist kein Nachteil, beispielsweise, wenn die Eltern umziehen. Es darf kein Nachteil sein, wenn meine Eltern jetzt nach Belgien ziehen, müsste ich dort reibungslos zur Schule gehen können. Mir darf dadurch als Schülerin kein Nachteil entstehen. Ja.
Ja. Das sind solche Dinge. Auch das, und das betrifft dann nicht nur Jugendliche, das ist Bildungsfreizügigkeit dann auch wieder ein Thema, was lebenslang gilt. Das gilt natürlich auch für Sie und für mich, wenn wir uns überlegen, dass wir lieber an einem anderen europäischen Standort arbeiten möchten oder müssen. Manchmal ist es ja auch ein Muss, dass man umziehen muss. Das sollte reibungslos funktionieren können. Gut, Bildung ist ja insgesamt ein großes Thema. Das ist jetzt ein Aspekt, den Sie angesprochen haben. Aber es ist ja sicherlich nicht das zentrale Thema, wenn wir hier über Bildung und um Defizite oder Probleme reden. Wo sehen Sie da den größten Nachholbedarf oder die größten Baustellen, wenn wir jetzt über Bildung in Deutschland reden? Ja, konkret über Bildung in Deutschland ist auf jeden Fall der größte Nachholbedarf, dass wir am Bildungsföderalismus arbeiten müssen. Also dass wir schauen, dass Bildung angeglichen wird. Es darf kein Nachteil sein, wenn ich in Nordrhein-Westfalen zur Schule gehe, meine Eltern nach Rheinland-Pfalz umziehen würden. Das ist ein Punkt, der dann wieder ähnliche Bildungsfreizügigkeit, der da entsteht. Und dann ist natürlich, also es ist ja immer so, wenn wir wieder auf Europa schauen und was konkret bei uns im Wahlprogramm steht, dass eben Schüler die Möglichkeit bekommen sollen, europaweit lernen zu können. Wir beobachten im Moment dieses Phänomen, dass Europa auseinanderzubrechen droht, dass Menschen einander nicht verstehen, und dem kann man am besten durch Begegnung entgegentreten. Diese Erfahrung habe ich jetzt in der Begegnung mit ganz vielen verschiedenen Menschen, auch bei den Brexit-Diskussionen, sehr häufig gemacht. Durch Begegnung lässt sich da viel regeln, und deswegen sollten Schüler eben während ihrer Schulzeit schon die Möglichkeit erhalten. Es gibt Programme wie Erasmus für Studenten, aber das gibt es noch nicht für Schüler in dem Maße, und sonst sind die Voraussetzungen sehr hoch. Wir möchten durchsetzen, dass möglichst viele Schüler von so einem Austausch profitieren können, unabhängig von den Finanzen der Eltern. Ist denn unser Bildungssystem, wenn es darum geht, das zu leisten, was sie sollen, also die Kinder bedarfsgerecht, also erstens personen- oder individualgerecht, aber eben auch bedarfsgerecht auszubilden. Funktioniert das System irgendwie insgesamt überhaupt noch? Ich höre eben halt jetzt auch in vielen, vielen Gesprächen mit Unternehmern eben, dass natürlich der Fachkräfte- und eben auch der Nachwuchskräftemangel ein wahnsinnig großes Thema ist, dass sich gerade eben die Mittelständler, die Handwerker sehr darüber ärgern, dass nahezu jeder in Anführungsstrichen studiert oder studieren will oder studieren soll, von dem Druck der Eltern her, dass eben aber normale Berufsausbildungen an sehr, sehr schlechten Stellenwert haben, auch eben von den Schulen nicht mehr richtig propagiert werden. Gerät da nicht etwas aus dem Gleichgewicht? Ja, auf jeden Fall. Das ist gerade sehr schade, gerade bei den handwerklichen Berufen. Also die Ausbildung muss, das ist ein gesellschaftliches Problem, muss in unserer Gesellschaft genauso viel wert sein wie ein Hochschulstudium. Und das ist eben ein Punkt, den ich auch ganz dringend finde, und der steht eben auch dann in unserem Wahlprogramm wieder für die Europawahl, auch europaweit gedacht drin, beispielsweise in der Gründung einer europäischen Jugendarbeitsagentur, die sich eben darauf fokussieren möchte. Jugendarbeitslosigkeit ist nicht nur bei uns ein Problem, sondern gerade in den südosteuropäischen Ländern ist das ein großes Problem. Und dass man jungen Menschen eben über Europa, also wir haben diese Möglichkeit, jungen Menschen über Europa die Möglichkeit zu bieten, in anderen Ländern Ausbildungen antreten zu können und das so zu organisieren. Das ist, ich glaube, das ist eine ganz schöne Möglichkeit, auch Austausch miteinander. Man versteht einander viel besser, wenn man eine Zeit lang im Ausland gelebt hat und mit Menschen in Kontakt kommt. Ich persönlich finde, dann nimmt man viel mehr mit, als wenn man nur Urlaub im betreffenden Land macht. Und das eben über diese Europäische Arbeitsagentur für Jugendliche. Ausbildungsplätze besetzt werden, die vielleicht keinen Abnehmer im Land finden, und auch, dass jungen Menschen, die in ihrem eigenen Land aktuell keinen Ausbildungsplatz finden können, die Möglichkeit geboten wird, an anderer Stelle Zukunftsperspektiven aufzubauen, und so kommen auch wieder Fachkräfte einmal zu uns und Fachkräfte ins Ausland. Sie hatten vorhin noch ein Stichwort genannt, was natürlich auch ein sehr großes Thema in den Schulen ist, Inklusion. Vielleicht erzählen Sie noch mal vorab. Sie hatten gesagt, Sie haben eine persönliche Beziehung dazu über das über ein Projekt, das Sie lange gemacht haben. Können Sie davon noch mal ein bisschen erzählen, was genau das ist? Also das ist ein Projekt des Jugendzentrums Café Leichtsinn, das ist hier in Bergisch Gladbach, und der Theaterschule, ebenfalls hier in Bergisch Gladbach.
Und es sind aktuell sind es 16 Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung und ohne Behinderung, mhm. die zusammen sich einmal die Woche treffen und gemeinsam Theater spielen. Mhm. Und das Besondere dabei ist, dass jeder angenommen wird, eben ganz im Sinne der Inklusion. Es gibt keine Integration. Also hier sind jetzt Behinderte und hier sind Nichtbehinderte und wir integrieren einfach mal. Sondern jeder wird angenommen mit den Talenten, die er oder sie mitbringt und zeigen möchte. Und die Jugendlichen entwickeln die Stücke, wir geben ein Jahresthema vor. Wir treffen uns im September, meist das erste Mal. Dann wird ein Jahresthema vorgegeben. Ja. Aktuell ist das Shakespeare bei uns. Mhm. Und dann fangen wir an, in den Prozess der Erarbeitung zu gehen. Und wir schauen uns an, was hat Shakespeare gemacht? Wer ist Shakespeare überhaupt? Mhm. Was kennt ihr irgendwas von Shakespeare? Und dann haben wir jetzt, also das war jetzt mal etwas konkreter dieses Jahr, sonst haben wir Träume als Thema oder Märchen. Und jetzt haben wir uns dann damit auseinandergesetzt, was für Shakespeare-Stücke gibt es und haben uns die Inhalte angeschaut. Und daraus haben diese 16 Jugendlichen ein buntes Potpourri an Shakespeare-Stücken entwickelt, was sie auf ihre ganz persönliche Art und Weise rüberbringen. Also, so entsteht beispielsweise aus Romeo und Julia ein klassischer Tanz. Mhm. Und Romeo und Julia wird nicht gesprochen, sondern in 7 Minuten auf der Bühne getanzt. Das ist eine dieser Geschichten. Oder wir übertragen die widerspenstige Zähmung auf die heutige Zeit und schauen uns mal an, wie würde das denn überhaupt wahrgenommen werden und in welchem Format könnte das heute geschehen. Und da bin ich sehr stolz drauf. Das haben diese 16 Jugendlichen selber erarbeitet. Das sind ihre eigenen Ideen. Und da ist von jedem und jeder etwas Persönliches drin. Und jeder zeigt, was er sie kann. Und das funktioniert tatsächlich gut. Und wenn einer sagt, und das ist eben Inklusion, das kann ich nicht, weil ich kann nicht lesen. Dann liegt es an uns, dass wir uns überlegen, gut, du kannst nicht lesen. Was können wir denn machen, damit du trotzdem Text lernen kannst? Wir haben jetzt ein ausgiebiges Textbuch, die Shakespeare-Stücke, die sie sich zu Hause angeschaut haben, teilweise sind lang. Ja. Was kann man da machen? Und dann ist es, also es sind dann ganz einfache Sachen, die man manchmal machen kann, Hörspiele. Oder wir hatten einen Vater, der hat dann einfach das Drehbuch hörspielähnlich vorgelesen und in WhatsApp rumgeschickt. Und tolles Projekt, ist bestimmt, also hört sich sehr, sehr gut an und wird diesen Kindern eine Menge oder Jugendlichen eine Menge bringen und wirkt, glaube ich, auch nach außen, also gerade auch Inklusion in der Freizeit ist ja in Belgisch Club aus verschiedenen Punkten ein großes Thema. Aber funktioniert sowas auch im Alltag in der Schule? Auch da sind ja wieder große, große Belastungen. Also es gibt hier im Moment große Umbrüche. Es gibt ein neues Gesetz und eine neue Richtlinie in Nordrhein-Westfalen, die wieder den Schulen noch mehr Aufgaben geben, für die sie sich zumindest nicht gerüstet fühlen vielfach. Funktioniert Inklusion in den Schulen? Wie ist da der Anspruch? Ist es überhaupt richtig, eben Inklusion komplett in die Schulen hineinzugeben? Wie wichtig sind die Förderschulen? Wie sehen Sie das? Also die Förderschulen sind natürlich sehr wichtig, gerade auch um lebenspraktische Ansätze gezielt zu vermitteln. Da werden eben auch lebenspraktische Ansätze vermittelt, wie bewege ich mich im Alltag sicher, wie lebe ich alleine sicher, denn das ist ja das Ziel, dass auch Jugendliche mit Behinderung alleine leben können und ihr Leben alleine bestreiten können. Und das wird an den Förderschulen natürlich viel stärker, kann das dort gefördert werden, als es an Regelschulen der Fall ist. Ich persönlich glaube, dass Inklusion funktionieren kann und funktionieren soll. Bin aber der Ansicht, dass es damals in Nordrhein-Westfalen etwas zu schnell ging und Lehrkräfte unvorbereitet dort hineingestoßen wurden. Ich selber befand mich im Studium, als Inklusion in Nordrhein-Westfalen eingeführt wurde. Und wir hatten, bei uns gab es gar nicht die Möglichkeit, in meinem Studiengang für Gymnasial- und Gesamtschullehrer die Inklusionskurse zu besuchen, da das hauptsächlich für die Haupt- und Realschullehrer gedacht war und die Grundschullehrer. Und das ist allein schon ein Punkt, dass dann eine Gruppe dort ausgeschlossen wurde, die sich aber auch mit dem Thema auseinandersetzen muss. In meinem Praxissemester an einem Gymnasium bin ich natürlich auch mit inklusiven Kindern in Kontakt gekommen in den Schulen und muss sagen, ich persönlich konnte damit ganz gut umgehen, weil ich es eben kannte durch das Projekt. Wenn ich es nicht gekannt hätte, dann wäre ich an manchen Stellen vielleicht auch viel unsicherer in meinem Lehrerdienst gewesen. Ja. Weil ich eben ein inklusives Kind in der Klasse hatte, was emotional besondere Förderung brauchte und auf der sozialen Ebene.
Und da ist dann, ich finde, da ist Umgang ganz wichtig und auch, dass man weiß, was man tut. Und man ist dann auch häufig alleine im Klassenzimmer, weil es nicht genug Personal gibt, dass man zu zweit oder sogar zu dritt in einem Klassenzimmer ist. Und man muss halt eben auch schauen, dass Inklusion insoweit funktioniert, dass behinderte Schüler dann nicht ausgeschlossen werden an den Punkten, wo es vielleicht Fähigkeiten übersteigt. Mhm. Und sie selber das so wahrnehmen, hier wird jetzt Latein unterrichtet und ich werde in die Nachbarklasse abgeschoben. Mhm. Das finde ich auch kein schönes Gefühl. Und da gibt es aus meiner Sicht, gibt es da Möglichkeiten, über Rätsel, also Schüler, die interessiert sind. Ich kenne viele Schülerinnen und Schüler, die interessiert sind, beispielsweise an geschichtlichen Themen, an Latein. Ja. Und da gibt es dann tatsächlich Möglichkeiten. Aber dafür muss man dann auch wieder Personal haben und sich diese Möglichkeiten überlegen, dass man beispielsweise, während die anderen Kinder Lateinunterricht haben und Cäsar übersetzen, dass man dann verschiedene Rätsel macht, die sich mit ähnlicher Thematik beschäftigen und auch mit lateinischer Sprache. Ja. Wenn man das jetzt wieder zurückhebt auf die politische Ebene, was würde das heißen jetzt für in dem Fall Länder, Bildungspolitik? Im Land ist die FDP ja sogar noch, oder nicht noch, sondern wieder in der Regierung. Wie würde das in welcher politischen Richtung würde das umgesetzt werden? Also muss man da was ein Stück zurückdrehen? Ja, man muss ein Stück, also wir haben ja schon zurückgedreht, vor 2 Jahren ist jetzt fast her, dass wir eben die Förderschulen erhalten haben. Und dass noch vor den Sommerferien, dass Förderschulen weiter bestehen können in Nordrhein-Westfalen und weiter bestehen sollen, das ist ein wichtiger Punkt. In der Lehrerausbildung wird viel getan. Ich selber habe an vielen Workshops auch teilgenommen, die sich damit auseinandersetzen, was muss in der Lehrerausbildung getan werden, um gerade dieses Thema sinnvoll voranzubringen. Und dann auch immer wieder Projekte fördern und auf Projekte achten, die eben sinnvolle Inklusion im Freizeitbereich schon erfolgreich umsetzen. Da gibt es einige gute Projekte. Mhm. Und über diese Projekte kann man, glaube ich, auch wieder Fachkräfte gewinnen, die ganz andere Einblicke liefern können und sagen können, was ist nötig in den Schulen, damit Inklusion funktioniert und wie müssen wir mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern umgehen, dass keine Gruppe leidet und den anderen als Last wahrnimmt. Aber das, was jetzt an Regeln, an Aufgaben für die Schulen da ist, an Inklusion, das wird sich nicht ändern, sondern die werden dann halt jetzt sich anpassen und darauf einstellen müssen. Oder ist zu erwarten, dass es jetzt auch auf Länderebene oder vielleicht auch noch mal darüber hinaus in Sachen Inklusion noch mal größere Anpassungen gibt. Also man hat ja das Gefühl, das ist ein großer und schwerer Zug und wenn der mal einmal in Gang gekommen ist, dann läuft er eben und es wird vielleicht noch links und rechts ein kleines bisschen begradigt. Aber dieser Zug fährt ja und als Lehrer muss man eben halt damit klarkommen oder als Schuldirektor. Das ist so. Ja, das ist so. Aber es wird, wie gesagt, also es ist ja kein Prozess, der jetzt unaufhaltsam läuft, sondern es ist ein Prozess und an einem Prozess wird stetig gearbeitet und man muss auch an den Stellen sagen können, wo etwas nicht funktioniert. Hier funktioniert es nicht, hier müssen wir entweder nachbessern oder nochmal einen Schritt zurückgehen und selbstreflektiert und kritisch mit alten Vorschlägen umgehen. Wenn Sie jetzt gerade was nochmal Thema Inklusion, Schulalltag mit Behinderten, mit Nichtbehinderten, vielleicht auch in der Freizeit angeht, wenn Sie dann einen Wunsch frei hätten, gibt es da irgendwie eine große Sache, wo man sagt, ja, das wäre doch wirklich klasse, da könnte man richtig was mit bewegen, wenn man jetzt mal einfach oder auch nicht einfach, sondern tatsächlich mal damit beginnt, dieses oder jenes zu machen. Gibt es solche Ideen, gibt es solche Projekte? Also ich würde mir wünschen, dass man noch viel deutlicher über die Vorteile von Inklusion kommuniziert. Auch gerade, dass Projekte wie das Theaterprojekt, das ich leite, die Möglichkeit bekommen, sich auszutauschen über Netzwerke. Das ist da vielleicht, also es gibt schon Netzwerke, beispielsweise von der TH Köln gibt es ein Netzwerk Inklusion. Dass man sich darüber austauscht und dass man mit anderen in Kontakt kommt, die erfolgreich inklusive Projekte umsetzen. Und hier im Rheinberg gibt es ja jetzt auch dieses Projekt inklusiver Sport. Ja. Und dass man über solche Projekte, also ich glaube, gerade über diese Projekte kann man tatsächlich ganz positive Botschaften nach außen senden, wo Inklusion funktioniert und dass Inklusion funktioniert. Und man darf die Schulen aber auch nicht damit allein lassen. Lehrer sind sowieso schon überfordert genug. Und da muss man dann eben gucken, wie kann man das sinnvoll gestalten. Und da wäre echt mein Wunsch, dass man sowas viel häufiger über diese positiven Botschaften kommuniziert und auch über die Probleme spricht, die auftreten. Denn es ist natürlich nicht immer alles wunderbar und es ist auch manchmal frustrierend, wenn einem keine Lösung für ein Problem einfällt.
Aber da würde ich mir einfach viel Austausch wünschen und noch viel stärkerer Dialog über dieses Thema. Okay, machen wir jetzt nochmal einen Themenschwenk oder einen Themenbruch. Der Wahlkampf läuft ja. Wie fühlen Sie sich eigentlich, wenn Sie Ihr eigenes Bild ständig am Straßenrand? Ist das etwas, an dem Sie sich schon gewöhnt haben? Oder wie gehen Sie damit um? Es ist immer wieder, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja, okay, ja. Gut, das heißt also, ich weiß nicht, ich habe jetzt bislang nur die kleinen Plakate gesehen. Haben Sie auch die großen Wände mit Ihrem Porträt oder ist das den Promis vorbehalten? Ich habe bis jetzt noch keine großen gesehen. Mhm. Gut, und auf den Plakaten wird ja vor allen Dingen, also auch gerade bei der FDP, werden große, große Schlagwörter plakatiert. Mhm. Freiheit ist natürlich eins, was für die FDP ganz, ganz vorne steht. Da frage ich mich so ein bisschen, ist das überhaupt im Moment ein großes Thema in Deutschland? Ist unsere Freiheit in Europa gefährdet, bedroht? Wo, an welchen Stellen müssen wir für unsere Freiheit einstehen, kämpfen? Wir sehen es ja im Moment in Großbritannien, also wie deutlich die Freiheit beschnitten wird, wenn man aus der EU austreten möchte. Das beispielsweise, es fängt an, was uns konkret alle betrifft, das Reisen. Wir wissen nicht, wie einfach es dann tatsächlich ist, nach Großbritannien zu reisen. Und ich persönlich kann mich an gar keine Zeit mehr erinnern. Also ich weiß, es gab noch geschlossene Grenzen, teilweise als ich geboren wurde. Daran kann ich mich aber tatsächlich einfach nicht mehr aktiv erinnern. Für mich war es immer ganz selbstverständlich, dass wir in den Urlaub nach Belgien fahren konnten. Ja. Ich bin da teilweise aufgewachsen, dass wir mühelos zwischen Belgien und Deutschland hin und her konnten. Das gut, aber die Tatsache, dass ich meinen Reisepass oder mein Passport zeigen muss, beschneidet ja meine Freiheit nicht, nach England oder nach Belgien zu fahren. Das ist natürlich eine Unannehmlichkeit. Aber es beschneidet auch die Freiheit, wenn Sie darauf schauen, die Angebote, die wir jetzt im Supermarkt haben, das ist alles so günstig, weil wir eben den europäischen Binnenmarkt haben. Wir haben diese große Auswahl, diese Freiheit dieser großen Auswahl durch den europäischen Binnenmarkt. Das sind alles dann Einschnitte an unsere persönliche Wahlfreiheit. Jetzt einfach, um die ganz konkreten Beispiele Reisen, Supermarkt zu nennen, was uns konkret betrifft. Das sind doch. Ich denke jetzt bei Freiheit also auch an die größeren Freiheiten, also Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, persönliche Freiheit. Deshalb auch darauf zielte meine Frage, sind die tatsächlich in Europa gefährdet? Also jetzt, Europa ist groß, völlig klar, wenn wir jetzt über Ungarn reden, hat das was anderes, oder über Polen hat das eine andere Bedeutung als jetzt über Frankreich oder Deutschland. Aber sehen Sie tatsächlich in Europa und eben halt auch in Deutschland diese Freiheiten, die Grundfreiheiten in Gefahr? Wenn es weiter populistische, nationalistische Forderungen gibt, Bestrebungen gibt, zu den nationalen Staaten zurückzukehren, ist unsere Freiheit natürlich eingeschränkt. Wir müssen uns mal klar machen, durch die Europäische Union, wir haben da demnächst noch 27 ganz verschiedene, vielfältige Nationen vereint in einer Gemeinschaft, die alle dieselben Grundwerte, dieselben Freiheit ist einer davon, die alle dieselben Werte teilen. Und wenn das plötzlich wegfällt, dann, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was dann mit unserer Freiheit weiter geschieht und was dann mit der Freiheit ist. Und ich möchte es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen, was daraus passiert. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man eben über Europa spricht und über Freiheit, die wir durch Europa erhalten haben, spricht. Mhm. Es ist nicht selbstverständlich, wie frei und in welchem Frieden wir hier überhaupt leben können. Mhm. Also Krieg kennen wir ja nur noch aus Erzählungen. Das mussten wir nie selber erleben. Wir haben die Freiheit zu wählen, wo wir leben, wo wir arbeiten möchten, wie wir leben, wie wir arbeiten möchten. Wir haben die Freiheit zu wählen, welcher Religion wir angehören, ob wir einer Religion angehören. Also wir haben eine Menge Freiheiten und ich möchte ehrlich gesagt nicht wissen, was passiert, wenn das alles wegfallen würde. Ja. Folgterweise ist es ja so, dass gerade die Jugendlichen, die jungen Menschen, die eben keine persönliche Erinnerung an zum Beispiel an eine wirklich geschlossene Grenze zu Ostdeutschland haben oder eben halt die noch über ihre Eltern erfahren haben, über Nachkriegsgenerationen, was Krieg tatsächlich bedeutet, dass diese Jugendlichen ja für diese Werte eine sehr große Rolle spielen. Das war ja gerade bei den älteren Generationen oft das Bewusstsein dafür,
oft, es wird zu viel gesagt, das Bewusstsein dafür schwindet, wie wichtig Frieden, wie wichtig eben ein geeintes Europa ist. Haben Sie dafür eine Erklärung, warum es sozusagen diese Generationen sich so ein bisschen umdrehen? Also die einen sind ja eigentlich sehr nah dran. Also wenn ich jemand wäre oder wenn ich weiß aus meiner Familie, da gab es Menschen, die im Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg geflohen sind, hätte ich ein ganz anderes Gefühl dazu, wie wichtig Frieden ist, als jemand, der eben halt für den Frieden völlig normal ist. Merkwürdig, oder? Ja, das ist auf jeden Fall merkwürdig. Und das erlebt man auch immer wieder, dass alle ganz, gerade junge Menschen schockiert gucken, wenn man ihnen sagt, ihr lebt in Frieden, ihr lebt in Freiheit, dass es so selbstverständlich ist. Und wenn man dann diesen Begriff Selbstverständlichkeit in den Mund nimmt und dass es eben nicht so ist, dass das selbstverständlich ist, was wir haben, dann sind die Gesichter doch sehr schockiert, weil man dann ins Grübeln kommt, ist da tatsächlich, was ist da dran? Und ich persönlich habe mich jetzt, habe viel mit meinen Großeltern auch früher gesprochen und die haben immer wieder gesagt, was für ein Glück wir Kinder haben, dass wir in diese Zeit reingeboren wurden und es gar nicht anders kennen und nie solchen schrecklichen Krieg wie den Zweiten Weltkrieg miterleben mussten und nie irgendwo unsere Heimat verlassen mussten, nie fliehen mussten. Das ist natürlich so ein, also da kommt man schon ins Grübeln. Ja. Und deswegen war es für mich eben, um nochmal zurückzukommen, warum Europakandidatur, gar keine Frage, das zu machen, weil es eben, es ist einfach nicht selbstverständlich, dass ich hier sitzen kann, frei meine Meinung äußern kann, dass ich leben kann, wo ich möchte, dass ich arbeiten kann, wo ich möchte. Das sind alles keine Selbstverständlichkeiten, dass es keinen Krieg zwischen direkten europäischen Nachbarn geben kann. Ja. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Europa, meinen aber eigentlich ja die Europäische Union. Richtig. Eine ganz konkrete Organisationsform, ganz konkreter Verbund von Staaten. Sehen Sie diese Europäische Union uneingeschränkt positiv? Ja, in ihrer Außenwirkung, ja. Ich sage auch ganz ehrlich, dass an manchen Stellen muss die Europäische Union sich natürlich auch reformbereit zeigen. Und da sind wir alle gefragt, konkrete Vorschläge zu machen. Beispielsweise Stichwort Initiativrecht des Parlaments. Mhm. Es ist eigentlich unmöglich, dass die gewählte Bürgerinnen- und Bürgervertretung kein Initiativrecht im Parlament besitzt. Ja. Das wäre zum Beispiel ein solcher Punkt. Auch müssen Prozesse einfacher gestaltet und ernsthaft reformiert werden, damit eben diese Politikverdrossenheit, ja, die in Brüssel, die machen das, oder wenn irgendwas schlecht läuft, also das ist ja auch schon eine Kommunikationssache in den Staaten, wenn irgendwas schlecht läuft, was aus Brüssel kommt, dann war es Brüssel und das wird dann auch so kommuniziert in den einzelnen Ländern, ja, dass die Verordnung kommt jetzt aus Brüssel. Und wenn etwas gut läuft, was aber durch die Europäische Union in Gang gekommen ist, dann ist es plötzlich ein nationaler Erfolg. Mhm. Und da läuft natürlich auch in der Kommunikation wieder einiges schief. Und man darf die Europäische Union als Institution kritisieren, aber bitte konstruktiv und mit konstruktiven Vorschlägen. Was können wir besser machen? Wie können wir die Europäische Union noch besser machen? Es geht ja gar nicht darum, die Europäische Union größer oder kleiner zu machen, sondern einfach ganz ernsthaft, selbstreflektiert fragen, was können wir besser machen und was können wir für den Bürger besser machen. Ja. Die EU ist ja, also im Moment hat sie, würde ich jetzt mal sagen, einen Hoch in der Kommunikation, ist eben halt auch durch diesen Schwung der Europawahlen und diesem Wir-Gefühl irgendwie getragen. Aber es ist ja gar nicht so lange her, da hieß es ja, die EU geht vor die Hunde, sie bricht auseinander, sie scheitert an der Euro-Krise vor allen Dingen. Mehrere Jahre lang sind ja sehr, sehr stark von der Währungskrise dominiert worden, sehr, sehr stark. Ist dieses Thema eigentlich gar kein Thema mehr oder müssen wir uns über all diese Targets halten und Griechenland schulden und ich weiß nicht, was eigentlich gar keine Sorgen mehr machen? Ist das überstanden? Ja, das ist natürlich immer noch ein Thema. Dieser Begriff Eurokrise ist natürlich ein bisschen irreführend, weil also der Euro selbst ist ja seit 1999 recht stabil geblieben. Aber man muss tatsächlich das auch offen kommunizieren, dass eben, wenn sich andere Staaten verschulden, dass dafür nicht die ganze Gemeinschaft finanziell gerade stehen kann und muss. Das sind dann meistens nämlich die wirtschaftsstarken Nationen. Und das, also eine Vergemeinschaftung von Schulden lehnen wir klar ab. Und
Klar, natürlich. Also die Auszahlung von Kohäsionsmitteln muss dann an den Fiskalpakt gebunden sein. Dass da auch im Notfall Sanktionen greifen können und das entsprechende Land, was Hilfe in Anspruch nehmen muss, in diesem Fall sich natürlich auch an gewisser Stelle einschränken muss und sich an gewisse Regeln halten muss. Und im Notfall, wenn finanzielle Sanktionen dann nicht greifen können, dann muss man auch über andere politische Sanktionen nachdenken können. Das ist jetzt die offizielle Parteilinie, auch die offizielle Linie der Bundesregierung, ja schon seit langem. Die trifft aber eben gerade ja auch bei jungen Leuten in Griechenland, in Spanien, Italien, natürlich auch auf massive Ablehnung. Das ist klar, das ist eben also der Zahlmeister Deutschland und der Zuchtmeister Deutschland, der dafür sorgt, dass viele soziale Programme nicht gefahren werden, dass die Jugendarbeitslosigkeit, also nicht, dass es dafür sorgt, aber zumindest ein Argument dafür ist, dass die Jugendarbeitslosigkeit ja sehr, sehr hoch ist. Und das führt ja eben halt auch gerade in diesen Ländern eher zu einer Ablehnung der europäischen Institutionen, wie sie jetzt ist, und hin zu einem sehr starken Aufstieg von links, rechts, populistischen, was für Parteien auch immer. Funktioniert das so in diesem Ausgleich zwischen dem großen, starken, stabilen Deutschland und den eher schwächeren Mittelmeerländern? Ich glaube schon, dass es funktioniert. Aber ich finde auch, dass wir tatsächlich konkret anbieten, Dinge anbieten müssen. Natürlich, niemand hört gerne, dass er sparen muss. Und dann kann man auch Ansichten aus mitteleuropäischen, südeuropäischen Staaten über beispielsweise Deutschland verstehen. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns auf die Gemeinsamkeiten berufen und wieder beginnen, dass wir sagen, beispielsweise Jugendarbeitslosigkeit, das ist eben ein drängendes Thema und ein dringendes Thema. Und dass man da dann eben über diese europäische Jugendarbeitsagentur, die ich gerade angesprochen habe, dass man dadurch Chancen aufzeigt und auch wieder Wirtschaftsstärke in diesen Ländern voranbringen kann durch Fachkräfte. Sie treten jetzt für das Europaparlament an. Können Sie sich vorstellen, konkret tatsächlich in das Europaparlament zu wechseln und dort, Moment, wann ist die beginnt die Amtszeit? Am 2. Juli. Also ab dem Sommer sozusagen in Straßburg und Brüssel zu arbeiten? Wenn ich mir das nicht vorstellen könnte, dann hätte ich mich nicht auf die Liste setzen lassen. Die Chancen sind natürlich sehr gering, dass dieser Fall tatsächlich eintritt, dass ich dann in Brüssel oder Straßburg sitze. Sie haben den Listenplatz? 42, also die Chancen sind dann die Chancen sind gering. Sehr, sehr, sehr gering. Das heißt also, Sie haben natürlich eben das im Ziel, also das ist ein Ziel, aber für Sie ist auch dieser Wahlkampf da wahrscheinlich. Der Weg ist ja auch irgendwo ein etwas, was für Sie eine Rolle spielt, weil sonst glaube ich... Würde ich das nicht machen. Ich bin als Botschafterin angetreten und das habe ich auch von vornherein so gesagt. Und das war mir von vornherein klar, dass ich das so machen möchte. Ja. Nehmen wir mal jetzt an, dass Sie nicht ins Europaparlament einziehen werden. Wie geht es für Sie politisch weiter? Was für, wenn das vielleicht jetzt noch ein bisschen früh schon so eine Bilanz zu ziehen, aber was sind Ihre persönlichen Schlüsse daraus für das, was Sie jetzt gemacht haben, diese Kandidatur? Wie wollen Sie... weitermachen oder sagen Sie, das war jetzt mein Versuch, jetzt konzentriere ich mich vielleicht doch wieder eher auf meine berufliche Arbeit. Nein, also ich bleibe auf jeden Fall dran und ich bleibe in den Projekten, in denen ich an der FDP gerade beteiligt bin, bleibe ich auf jeden Fall am Ball und schaue dann einfach, was die Zukunft bringt und habe dann vielleicht mal wieder eine Phase, wo ich dann aber auch sage, jetzt konzentriere ich mich etwas mehr auf die Promotion und im Moment ist es ein rechter Ausgleich zwischen beidem. Vielleicht wiegt dann mal die Promotion, bis sie beendet ist, ein bisschen über. Gut, aber Sie bleiben der Politik erhalten. Ich bleibe der Politik und der FDP auch erhalten. Gut, ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Herzlichen Dank. Vor allem auch viel Spaß dabei, dass der nicht untergeht. Wir sehen uns wieder am 14. Mai bereits, wenn wir rund um den Konrad-Adenauer-Platz ein Europa-Festival veranstalten mit einer Debatte mit Jugendlichen, in der Vertreter der Jugendorganisationen der Parteien kommen, aber auch der Stadtschülerrat oder beziehungsweise der Bezirksschülerrat, verschiedene andere Organisationen. Es gibt einen großen Infobus der Landeszentrale für politische Bildung und mit vielen Mitmachangeboten auf dem Marktplatz. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und abends dann um 7 Uhr dann nochmal den Bürgerportal Stammtisch XXL, der so groß heißt, weil wir versuchen wirklich alle Kandidaten, alle Vertreter auf eine Bühne zu bekommen, die sich da miteinander und nicht im Gespräch mit den Journalisten unterhalten, sondern tatsächlich miteinander und vor allen Dingen aber eben auch im Gespräch mit den Bürgern, mit den Wählern über diese politischen Themen unterhalten. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn Sie am 14. Mai dabei sind. Bis dahin, damit es nicht so langweilig wird, machen wir aber noch eine Sprechstunde und zwar schon am kommenden Montag, dann ist der Kandidat der CDU hier bei uns zu Gast. Herr Uwe Parkendorf, auch das wird sicherlich ein interessantes Gespräch. Also, die Wahl ist noch nicht gelaufen. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.